Erster? Nein. Okay. Okay, wir haben den ersten Platz. Ja. Wieso nicht? Wie auch immer. Vor uns war noch einer. Die Sinindras waren so geschockt, von einem Drachen besiegt worden zu sein, dass sie auf der Flucht diese Libelle verloren haben. Geschieht ihnen recht. Du hast Yojimbo gefangen. Yojimbo. Okay. Da müsste sich alle... Na, Mami. Sag mal, wird das schon wieder unschärfer? Kleinen Moment. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wieso. Die Kamera wird nämlich ganz schön warm, habe ich gerade so festgestellt. Wir können jederzeit zurückkommen, aber willst du wirklich schon weg? Das soll doch der friedlichste Ort der ganzen Welt sein. Man wird nicht nochmal gefragt. Nein, das geht sofort. Okay. Ich kenne das nämlich von Spielen immer so. Bist du dir sicher, dass du es machen willst? Puff, ja. Bist du wirklich sicher? Ja. Und dann geht es immer so weiter. Ich will hier raus. Bist du dir sicher? Ja. Wirklich sicher? Ja. Oh. Und bei Nintendo ist immer so eine Sache mit dem Beenden, ne? Wenn du das Spiel beendest, werden all deine Speicherdaten gelöscht. Willst du das wirklich tun? Nee. Okay, erst speichern. Ein Hoch auf Autosave, ne? Und ein Hoch auf schwarzen Ladevorgang-Bildschirm. Das ist wieder schön. Da muss ich sagen, da fand ich das... Ja, wobei eigentlich so krass lang waren die Ladevorgänge jetzt nicht. Ich glaube, das liegt einfach nur an der Video. Die sollte ich vielleicht mal wieder sauber machen. Oh, sehr schön. Alle Gegner sind wieder da. Yay. Danke dafür. Jetzt wusste das Spiel gerade nicht, was es machen soll. Sehr nice. Okay. Tun wir einfach mal so, als hätten wir das gerade nicht gesehen. So. Hier haben wir noch einen Fünfer. Hey. Na, ein Fünfer. Yay. So. Du weg. Du weg. Du weg. Spark hat nichts abbekommen. So, wer kloppt sich hier noch? Niemand. Sind alle weg. Okay, wunderbar, wunderbar. Können wir hier weitermachen? Nee. So, den noch weg. Tü, tü, tü. Nee, ich denke mal, ich werde das auch so machen, dass ich jetzt immer so jeden Tag so ein bisschen aufnehme. So ein Stundenpart oder so. Ist dann immer ein bisschen blöd mit den Kommentaren, weil dann kann ich die nicht rechtzeitig lesen und alles, wenn dann irgendwas geschrieben wird, von wegen, mach mal das und das. Aber passiert halt. Die können alle nicht zuschlagen irgendwie. So. Abgefackelt. Und hier geht's weiter. So, erstmal gucken. Nicht, dass ich will nicht an irgendwelchen vorbeirennen und das ganze Level nochmal absuchen müssen. Das musste ich beim ersten Mal. Da habe ich dann nämlich auch gesagt, okay, jetzt hast du schon so und so viel, dann suchst du dir die letzten auch noch. Dann durfte ich das ganze Level nochmal absuchen. So, weg. Sparks, du kannst den ruhig mitnehmen. Das ist kein Ding. So, hier. Mit Sparks ist vor allem praktisch, weil der sammelt die schon ein, bevor man überhaupt da ist. Ach, hier kommt der. Den muss man bezahlen, damit man da rüberkommt. Das ist voll mies. Na gut, was Bezahlung angeht, denke ich, man dürfte jetzt nicht so problematisch sein, weil wir haben wirklich viele Pokémon bis jetzt. Oder Diamanten. Ich weiß es nicht, was das sind. Schreibt es mir mal in die Kommentare für die, die sich mit den Spielen besser auskennen als ich. Weil ich bin ehrlich, ich habe bis auf Spyro 1 und Enter the Dragonfly noch nie ein Spyro-Teil gespielt. Außer The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Schwierigkeiten? Wie überraschend. Drachen und Gefahr. Ah ja. Also, du musst mir 200 Edelsteine zahlen, um diesen unheimlich breiten Abgrund zu überqueren, der dich von den anderen Dojos trennt. Ich liebe mich zwar in Mitleid, aber Geld ist mir immer noch lieber. Deswegen hast du ja auch Geldsack. Die 200 Edelsteine zahlen? Ja. Müssen wir ja. Danke, Spyro. Diese Edelsteine sind Musik in meinen Ohren und werden mich bei meinen Gedichten inspirieren. Weißt du, Spyro, mit etwas Motivation kann sogar ich zaubern. Das ist auch ein YouTuber. Mhm. Ganz sicher. Versprochen. Was sind da drüben? Da drüben ist auf jeden Fall eine Libelle, also müssen wir da auch nochmal hin. So, jetzt aber erstmal ihn hier. Von der falschen Seite, was soll's. Sehr weise für einen Drachen deines Alters. Möge der Geist des Drachen dich auf deinem Weg leiten. Okay.
Puff, weg ist er. Ja, da hast du nur gemacht. Zauberei, Zauberei. Ja, Zauberei ist hier allgegenwärtig irgendwie so ein bisschen. Ich meine, fliegende Plattform. Drachen. Okay. Gib's dazu. So, da ist schon direkt der nächste. Huh, die sind ja gar nicht mal weit verteilt. Kommt man da einfach so rüber? Ich bin ja fast dazu geneigt, das zu probieren. Das Problem ist einfach nur, stürzen wir ab, haben wir wieder ein Leben verloren. Und gesappt wurden wir, glaube ich, in letzter Zeit auch nicht mehr. Boom. Müsste ich vielleicht erstmal gucken, wo die nächste Fee ist. Dass ich nicht von vorne starten muss. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Wobei, eigentlich wäre es nur rüberrennen, aber man weiß ja trotzdem nicht, ne? Aber erstmal hier alles einsammeln. So. Hier habe ich alles. Okay, muss ich da. Fetter Fünfer war unter den anderen noch versteckt. Sehr schön. Eins, eins. Wow. Hat funktioniert. Okay. Boah. War eben 25 auf einer Ecke. Habe ich jetzt umgeschaltet auf Blubberblasenblasen? Ja, ich glaube. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Libelle? Da. Wo? Oh, da. Diese Viecher. Immer schön. Wo? Da. Okay, dich kriege ich. Hier wird sie jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo wenden. Ach komm, die war voll im Strahl. Schon wieder. Müssen wir dafür springen? Ich hoffe nicht. Das ist Multitask, das kann ich nicht. Wo ist sie denn? Ja, sprich erstmal mit dem Kleinen hier. Ich versuche schon den ganzen Tag auf diesen Bonsai zu klettern. Da oben glänzt was. Das ist bestimmt der Drachen, den ich letzten Sommer verloren habe. Kannst du meinen Drachen holen, Mr. Spyro? Es ist so schwierig, auf diesen Baum zu klettern. Vielleicht kommt man ja anders an den Drachen heran. Puh, ist das heiß. Ja, Moment. Irgendwie so muss das doch klappen. Kann ich das abbrechen? Das wäre interessant zu wissen. Damit hat es fast geklappt. Puff. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich komme da echt nicht hoch. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Libelle. Stimmt. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Libelle. Oh komm. Ist voll an unserem Maul vorbeigeflogen und wir haben sie nicht gefangen. Ja. Du hast Dämmer gefangen. Dämmer. Wärmedämmer oder was? Oh Gott. Ich wollte gerade schon fragen, wieso nicht kaputt? So, was ist hier? Ach, hier ist ein Schmetterling drin. Ich bin für Spark. Probier snackt. Habt ihr das gesehen? Ist schön gejagt oder? Na gut. So, hier die alle einsammeln. Nicht runterfallen, wenn es geht. Ich frage mich zwar, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe. Aber ich glaube, dann werden wir einfach nur wieder zurück in die Drachenlande geschickt. Was jetzt noch nicht so prall... Okay, ich muss von hier aus wieder darüber, oder wie? Ich gehe einfach mal davon aus. Wunderbar. Läuft. Von da aus kommen wir. Dann dürfte hier eigentlich nichts mehr sein. Wunderbar. Oh, siehst du mal. Die habe ich doch fast verpasst. Vergessen. Ein Fünfer. Das geht ja gar nicht. Übrigens war ich war heute bei der Bank und hab Geld abgehoben und die haben mir einen 29-Euro-Schein gegeben. Der sieht merkwürdig aus. Keine große Herausforderung für dich zu sein. Du solltest über eine Laufbahn als Drachen-Sensei nachdenken.
Das könnte deine Verstimmung, Bestimmung sein. Ich öffne jetzt das Tor. Das ist wohl meine Verstimmung. Ich meine Bestimmung, Spyro. Merkwürdig. Also die Synchronsprecher von dem Spiel, ich glaube, die müssen sich zum Teil echt total verarscht vorgekommen sein. Wobei ich echt sagen muss, was ich genial finde, der Synchronsprecher von Spyro in The Legend of Spyro ist derselbe Synchronsprecher wie von Elijah Wood, glaube ich. Ja. Ist total cool. Als ich das erste Mal die Stimme gehört habe, da dachte ich sofort an Frodo. Ja, ist passiert. Ich bin halt ein Herr der Ringe-Fan. So, renn. Dass er dann einfach hinfällt, wenn er brennt. Ungewöhnlich. So, wurden gesappt. Okay, gesappt. Mir doch scheißegal. Nochmal ein Fünfer. Ach ja, wir sind schön geldgeil. Nochmal gesappt. Weil wir es drauf haben. So, jetzt schon mal hier ausrüsten, weil ich jetzt eine Libelle. Ey, komm, ich hatte dich. Diese kleinen Viecher, ne? Hab dich. Du hast Asche gefangen. Asche. Sehr schön betont hast du das übrigens gerade, lieber Sprecher. Du hast Asche gefangen. Okay. Asche. Merkwürdiger Name. Egal. Hier ist alles ein bisschen merkwürdig. Oder hat da irgendjemand noch was hinzuzufügen, dass hier nicht irgendwas merkwürdig ist? Na gut, das ist ein Videospiel. Da ist Logik nicht vorhanden meistens. Zumindest nicht in diesen älteren Spielen. Was ich aber gar nicht mal so schlecht finde. Was ist hier denn schon wieder? Kanonenspiel. Ich guck gerade so auf die Uhrzeit. 22 Uhr. Also eigentlich sollte ich, wenn es geht, das nicht mehr machen. Das müssen wir, wenn, dann im nächsten Part machen, denke ich mal. Dass wir so wirklich ein Level nach dem anderen machen. Und ich glaube, ich bin gerade eiskalt an ein paar Dings vorbeigerannt. Hier ist ein Kanonenspiel. Die Spiele machen auch Laune. Aber das zeige ich euch erst in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Ich mache jetzt hier mal so. Na, komm her. Bam. Was ist das denn schon wieder hier für ein... Oh! Hier gibt es einfach mal Kohle ohne Ende. Auch nicht schlecht. Ach, ist das schön. So. Komme ich hier rüber, ohne zu sterben? Das sind Libelle. Ach komm, die waren voll drinne. War voll drinne. Hab sie. Du hast Wölkchen gefangen. Hat man Wölkchen nicht schon mal? Ich weiß gerade gar nicht. Ich müsste eventuell auch gleich mal gucken, wie viele Libellen wir schon gefangen haben und wie viele hier noch sind. Hier nicht zu weit rennen, weil ansonsten Abgrund, ne? Ist nicht so lustig. Habt ihr ja gesehen. Darüber kann man auch noch. Oh Gott, da muss man aber von oben. Was ist hier gerade so rumgeflogen? Hier wirbelt gerade irgendjemand mit seinem Stock rum. Ja, ich sag mit Absicht mit dem Stock, weil alles andere, das wäre... Okay, das könnte auch... Vielleicht könnte man alles so falsch verstehen. Oh. Alter, wie viele Fünfer es hier gibt, das ist unglaublich. Ist gerade dran vorbeigerannt. So, da ist, glaube ich, das Ende des Levels, wenn mich nicht alles täuscht, oder noch nicht ganz. Abgefackelt. Auch abgefackelt. Wunderbar. Hier ist nochmal. Das war jetzt knapp. Also da hätte ich jetzt einen Schlag kassieren können. So. Kaputt. Okay. Alles einsammeln und dann gucken wir gleich mal, wie viel wir denn schon haben. Ja, gucken wir einfach mal. Einmal Atlas. Wir haben schon 5 Leben wieder. Nicht schlecht. 9 von 90. 12% geschafft. Halleluja. Drachendojo fehlen noch. Hey! 27 Rubine und 3 Libellen. Das ist nicht schlecht. Also die 27 Rubine, die kriegen wir noch hin. Das wette ich mit fast. Boah, Alter, ich dachte, ich falle jetzt in den Abgrund. Das wäre wieder so ein peinliches Ding. Da komme ich hin.
Wieso? Weil ich erst mit dem Kleinen sprechen muss, wa? Weil ich erst mit dir sprechen muss, ist klar. Wie zum? Vielen Dank, Mr. Spyro. Ich habe den ganzen Sommer nach diesem Drachen gesucht. Ein Drache ohne Libelle ist wie Eis ohne Schlagsahne. Nein, das stimmt so nicht. Hier. Wieso ist der jetzt dahin? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, muss ich auch nicht. Glücklicherweise. Wir nehmen es einfach mal hin. Es ist passiert. Okay. Wie gesagt, ich habe keinen Plan wie, aber es hat halt funktioniert. Okay. Und wir konnten noch nicht mal Eis spucken. Aber wieso Eis? Was bringt denn das, wenn wir Eis spucken? Das raff ich nicht. Also da müssen wir hier auf jeden Fall nochmal hin, sobald wir diese Fähigkeiten haben. Jetzt renne ich hier erstmal hoch, gucke, ob hier alles seine Richtigkeit hat. Fackel. Das ab. Okay, hab's abgefackelt. So, sprech mit dem hier. Das hast du gut gemacht, kleiner Drache. Es bedurfte großen Mutes, den Drachen Sensei zu befreien. Ich glaube, diese Babylibelle ist bei dir sicher. Hey, sie fliegt weg. Du hast Roxy gefangen. Ich dachte, sie fliegt weg. Ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass wir die fangen müssen. Denk dran, Spyro. Such die restlichen Babylibellen und bring sie zurück. Sie sind das ganze Glück des Drachenreichs. Okay. Und wieder so einer, der puff, einfach verschwindet. So, jetzt können wir hier rüber. Und ich glaube, da haben wir dann auch die letzten Rubine. Also, zwei Libellen fehlen hier noch, soweit ich weiß. Zwei Libellen und 21 Rubine. Dürfte er hinkriegen. Was ist jetzt? Ich habe B gedrückt, ich Idiot. Das ist Schnellreise. Nein! Nein! B ist die Schnellreise. Oh, ärgerlich. Naja. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir jetzt das nächste Mal in dieses Gebiet reisen, sind die ganzen Rubine schon eingesammelt. Weil es halt ja nur eine bestimmte Anzahl von Rubinen im gesamten Spiel gibt. Und das heißt, wir müssen ihn nicht nochmal neu sammeln. Wir müssen nur den Weg nochmal abrennen. Wir sind wieder in Drachenreichen. Ja gut. Scheibenklasse. Wisst ihr was? Um die Aufnahme zu beenden, holen wir uns einfach mal hier das nächste Power-Up. Sage ich jetzt einfach mal. Spyro, die Magie dieser heiligen Rune verleiht dir die Macht des Elektroatems. Okay. Elektro. Mal ganz kurz. So, Elektro. Gut, damit haben wir jetzt schon drei verschiedene Atemattacken. Aber Blasen. Feuer. Strom. Gebrutzelt. ich bin brutal. Okay. Gut, dann würde ich jetzt fast sagen, beende ich hier einfach mal die Aufnahmesession. Wie gesagt, wenn ich mich im letzten Part nicht verabschiedet habe oder in diesem Part nicht begrüßt habe, tut es mir leid, weil ich habe jetzt locker eine Stunde durchgehend aufgenommen. Ich guck mal ganz kurz. Na gut, fast 50 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Hinterlasst mir vielleicht auch mal einen Kommentar, wie ich da an diese Drachen kommen soll. Und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer Renji. Bye.